Was tun, wenn ich nicht mit dem Top-Management während meines Akquiseprozesses spreche? Das werde ich oft gefragt und meine Antwort ist, passt genau. Der Tipp, sprechen Sie mit den Personen, die das Produkt schlussendlich einsetzen, versuchen Sie, sie zu überzeugen von ihren Dienstleistungen und versuchen Sie nicht, möglichst mit dem CEO sprechen zu können, nur weil der schlussendlich das Budget freigibt. Denn ein guter CEO entscheidet nicht über die Köpfe der Mitarbeiter hinweg, mit wem sie zu arbeiten haben, sondern lässt sie das entscheiden. Das ist mein Tipp, wenn es um die Akquise geht und die Ansprechpersonen. Mich würde natürlich interessieren, wie ihr das handhabt. Gerne in den Kommentaren.